manchmal braucht es einfach ein bisschen Abstand. So auch beim Überholen von Fahrrädern. Innerorts müssen Autofahrer beim Überholen von Radfahrern einen Abstand von mindestens 1,50 Meter einhalten. Dieser Abstand gilt vom Außenspiegel des Autos bis zur Kante des Fahrradlenkers. Der Mindestabstand muss auch bei Fahrradschutzstreifen mit gestricheltem Schmalstrich eingehalten werden, nicht aber bei Radfahrspuren mit dickem, durchgezogenem Strich. Außerorts gilt ein Überholabstand von 2 Metern. Auch innerorts müssen bei Fahrrädern mit Anhänger oder Kindern 2 Meter Abstand gehalten werden. Grundsätzlich gilt, kann der Überholabstand nicht eingehalten werden, dann darf auch so lange nicht überholt werden, bis das wieder möglich ist. Fahrrad und Auto – gemeinsam sicher unterwegs.